Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich dir unser zweites Pralinenrezept und zwar Salzkaramellpralinen. Ich liebe ja diese salzig-süße, diese Kombination, und wenn du sagst, okay, du möchtest mal eine andere Praline vom Geschmack her ausprobieren, dann ist diese Praline einfach ein Muss. Somit würde ich einfach sagen, legen wir los! Für unsere Salzkaramellpralinen brauchen wir Zucker, Obers, Honig, Butter und Meersalz. Zuerst schmelzen wir unseren Zucker mit dem Honig zu einem hellen Karamell. Achte aber darauf, dass du nicht zu viel rührst, denn dabei kristallisiert sonst der Zucker wieder aus und es entsteht ein harter Brocken. Eine bessere Variante wäre dagegen, den Topf einfach ein bisschen zu bewegen. Sobald dann der ganze Zucker geschmolzen ist, können wir auch schon das Salz und die Butter beigeben. Danach kannst du jetzt entscheiden, wie dunkel das dein Karamell werden sollte. Je dunkler das Karamell wird, desto intensiver wird der Geschmack, aber desto bitterer wird es auch. Zum Schluss geben wir jetzt noch unser Obers bei. Der Zucker wird sich aber dabei nicht gleich auf einmal lösen. Darum lass deine Füllung auf der Herdplatte stehen, bis sich auch der restliche Zucker dann löst. Jetzt muss unsere Füllung sich wieder mindestens auf 28 Grad abkühlen. Danach gebe ich sie in einen Dressiersack und fülle damit meine Trüffelformen. Falls dir die Füllung zu flüssig ist, kannst du sie erst auch am nächsten Tag verwenden. Achte beim Füllen deiner Trüffelformen darauf, dass du sie wirklich bis zum Rand füllst. Sonst könnte ein Hohlraum mit Luft entstehen, was auf die Haltbarkeit niederschlagen würde. Dann können wir uns auch schon um das Temperieren der Kuvertüre kümmern. Darüber habe ich schon ein Video gemacht und das findest du in der rechten oberen Seite im Video. Bei dieser kleinen Menge verwende ich die Impfmethode und versuche, die Kuvertüre wieder auf 31 Grad zu senken. Bei diesem Vorgang ist es immer sehr wichtig zu rühren, um die Kristalle anzuregen. Mit der temperierten Kuvertüre verschließe ich jetzt meine Pralinenformen. Dabei sollten die Trüffelformen auf der unteren Seite eher flach bleiben. Nachdem der Boden fest geworden ist, kann ich sie auch schon tunken. Dafür verwende ich jetzt eine Tunkgabel, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Jetzt nur noch gut abstreifen und auf ein Backpapier setzen. Um das Ganze jetzt filigran auszudekorieren, habe ich mir gedacht, für diese Salzkaramellpralinen werden wir das Ganze noch filieren. Und schon sind unsere Salzkaramellpralinen fertig und bereit verschenkt zu werden. Ich hoffe, dir hat mein Video über diese Salzkaramellpralinen gefallen und ich würde mich auch mega über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen, wie du mein Rezept gefunden hast. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.